brauche eine neue Waffe. Ich habe eine neue. Wow, ja, ja, ja. Scharfschütze, wie du schon sagtest. Da oben. Okay. Hier. Yeah. Endlich, endlich habe ich einen Granatwerfer. Und benutze den nochmal. Bist du okay? Ja. Sie haben uns in einen Hinterhalt gelockt. Ja. Okay, brechen wir die Tür auf. Mal sehen, was wir nicht finden sollten. Ja, jetzt gehe ich erstmal. Gut, wir haben die Waffe ja noch. Dann kann ich ja mal gucken, ob wir vielleicht für den Granatwerfer noch mal ein bisschen Munition finden. Oder zumindest hier noch ein paar Granaten einsammeln, bevor wir die Tür aufbrechen, meine ich. Ich habe mir viel Zeit gelassen in diesem Spiel, bevor ich einen Granatwerfer in die Hand genommen habe, weil ein paar Optionen hatten wir ja schon. Aber das musste, natürlich musste das noch kommen. Ich konnte das nicht einfach ignorieren. Na gut, lassen wir es einfach erstmal dabei. Gehen wir wieder hoch. Und knacken wir diese Tür. Wo war die nochmal? Ah. Okay, gehen wir wieder runter und knacken wir diese Tür. Ich hab's verstanden. War auch nicht so gemeint. Okay, dann los, bereit? Eins. Zwei haben gereicht. Hallo, Herr Tew. Hallo auch. Das ist doch Thomas Tew, oder? Was ist das? Wollen wir wetten? Brief. Unterschrieben von Avery. Wirklich? Lies vor. Treue Untertanen. Die Sonne über unserem Paradies geht unter. Wir müssen seine Reichtümer verteidigen. Der Verräter Tew weiß alles über uns. Wir müssen schnell handeln. Zerstört den Damm, reinigt New Devon. Und los geht's. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Tew und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Ich hab doch gesagt, dass das darauf hinausläuft, oder? Ist das also nicht Thomas Tew? Na gut. Es ist still. Viel zu still. Waren das denn dann jetzt die letzten Soldaten von Nadine Ross oder kommt da noch mehr? So, okay, sie hat uns wieder den kompletten Brief vorgelesen. Das heißt, dass ich das nicht mehr machen brauche. Finden wir diesen Gang. Danke, Elena. Hübsch. Okay, wenn ich ein Gang wäre, wo wäre ich? Keine Fußspuren mehr. Sie hören hier auf. Okay, und wo sind Sie hin? Piratengeister. Sehen wir uns um. Averys Symbol. Nein, nicht wirklich, aber... Wo... könnte dieser Schatz? Wo könnte dieser Gang sein? Hello, Mr. Avery. Hier ist er nicht. Schön schicksalgebend wäre es natürlich, wenn er jetzt im Globus versteckt wäre, so als in Bezug auf die Rückblende, wo Nate mit dem Globus gespielt hat. Aber ganz so einfach ist es wohl nicht. Sams Feuerzeug. Aha. Ja, mit Absicht. Was auch immer wir suchen, das muss hier irgendwo sein.
76. Schwenk, 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 schwenk. Ja, okay. Hier muss noch ein anderer Ausgang sein. Vielleicht der Gang, den Avery im Brief erwähnt. Aber wo ist der Schalter? Ja, das ist auf jeden Fall eine Treppe, die dann hier runterfährt. Also, das sieht schon so verdächtig aus. Die Frage ist natürlich ist nur, wo ist der Schalter? Da hat er recht. Na, es ist zu offensichtlich. Nate. Ja, was gefunden? Ich glaube schon. Als ob ich nicht gewusst hätte. Dass wir uns die Arbeit schon abgenommen haben. Wie hast du... Hier ist ein blutiger Fingerabdruck, wo Libertalia sein müsste und ich habe draufgedrückt. Sehr schön. Ein blutiger Fingerabdruck, dann war das Sam. Im Brief stand, dass Avery seinen Schatz zum Schiff bringen lässt. Ja. Glaubst du, der Schatz ist noch auf der Insel? Ich glaube, das ist nicht mehr wichtig. Doch, wahrscheinlich schon, weil letztendlich stehen wir immer vor irgendwelchen großen Heiligtümern und Reichtümern und Schätzen oder sonst was und gehen dann doch wieder leer aus. Weil natürlich die Frage ist, es hängt so ein bisschen von der Definition von Belohnung ab, weil auch so ein Abenteuer zu erleben und am Ende zu überleben, um tatsächlich auch von diesem Abenteuer erzählen zu können, das ist ja an sich schon eine gewisse Belohnung, oder? Dann mal los. Vorsichtig, Nate. Wir sind immer noch in Kapitel 18. Ne? Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich einfach davon ausgehe, dass dieses Spiel 20 Kapitel hat. Hey, ja. Weil das so eine schöne gerade Zahl ist. Hier hat sich Avery wohl eine Panikhöhle gebaut. Ja, wo die wohl hinführt. Verdammter Mist. Wir werden es rausfinden. Das hier sieht nicht stabil aus. Ja. Avery's Descent. Kennt ihr den Horrorfilm The Descent? Das erinnert mich so ein bisschen an Until Dawn. Oh, da hätte ich auch mal wieder Bock auf so ein Spiel in dem Rahmen von Until Dawn. Oder mal wieder so ein schönes Telltale-Adventure. Da ist ja auch einiges in Vorbereitung. Es gibt echt so unglaublich, es gibt viel zu viele Spiele auf der Welt und viel zu wenig Zeit, um die alle hier auf dem Kanal zu bringen. Da muss man echt Prioritäten setzen. LNS reicht. Da muss man echt Prioritäten setzen. Und deswegen ist mir auch eure Meinung so wichtig und was ihr gerne sehen wollt. Nur ich fände das so toll, wenn ihr mehr mit mir reden würdet. Einsturz. Da, frische Fußspuren. Sie müssen hier lang sein. Ganz schön viele Spuren. Machen wir lieber langsam. Plötzlich! Shoreline-Söldner! Ja. Hätte er sagen können. Oh, nee. Mist. Na bitte. Oh, nee. Muss ich jetzt damit auch noch kämpfen? Wunderbar. Und wo ist der Slenderman? Ach, so ein Horrorspiel, das wäre auch mal wieder geil. Five Nights at Freddy's Sister Location geht ja in die richtige Richtung. Oder ging zu diesem Zeitpunkt vielleicht sogar schon. Was war das denn? Ich wette, Nadines, Leute. Verwenden Dynamit, wo sie nur können. Ziemlich dämlich, das hier drin zu verwenden. Tja, die sind ziemlich dämlich. Aber wieder so ein richtiges Spiel im Stil eines Outlast oder Amnesia oder so, da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Wo man halt nicht zurückkämpfen kann. Oh ja, komm. Oh oh. Hast du Ersatzbatterien? Ja, ja. Aber sie liegen auf dem Meeresgrund. Ich frag nicht. Besser so. Ist nur eine Frage der Zeit, bis das Licht aus ist und wir machen es wieder an und plötzlich Shoreline-Söldner! Wollen wir wetten? Oh. Wow, warte. Eine Art Todesfalle? Ja. Aber Sam und die anderen haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Wäre gar nicht so schlimm, wenn es nicht so knarren würde. Geh einfach nicht, wo keine Fußstapfen sind.
Was? Ich bin nur gerade beschäftigt, nicht in die Luft zu gehen. Okay, ich hätte jetzt erwartet... Entspannen. Ich hätte jetzt echt erwartet, dass da irgendwo ein Punkt kommt, wo das Licht ausgeht. Es sei denn, das ist nicht die einzige Grube dieser Art, die wir hier finden. Und das kommt dann erst noch. Und das war quasi das Tutorial. Elena, schau. Die Spur ist hier zu Ende. Vermutlich ist der Gang hinter Ihnen eingestürzt. Na, wunderbar. Hey, lass uns das hier aus dem Weg räumen, okay? Ja. Ich kann das Ende quasi spüren. Das Ende ist in greifbarer Nähe. Verdammt! Auf der anderen Seite dieses Einsturzes. Plötzlich! Schurlein sollten nicht. Hör ja schon auf. Das sah eben fast so, als ob da ein Männchen in der Erde gewachsen wäre. Oh nein, nur ein bisschen länger. Mist. Na los! Verdammt! Plötzlich, Shoreline-Söldner. Hast du noch Sams Feuerzeug? Ja, gute Idee. Ach, jetzt darf ich das Feuerzeug tragen. Komm schon. Komm schon. Klar ist das Ding leer. Auf dem Scheißboot hat er wie ein Schlot gequalmt. Ganz ruhig. Ich habe noch Streichhölzer. Wirklich? Na klar. Warum hast du Streichhölzer? Na bitte. So, Au, sorry. Moment. Können wir vielleicht eine von den alten Fackeln hier anzünden? Drüben. Hier drüben ist wo? Hallo? Hier drüben. Ah! Das geht doch. Ach, ich krieg auch eine. Oh, danke, das ist aber nett. Du warst gut vorbereitet. Irgendwer muss das sein. Komm, suchen wir einen Weg. Ich improvisiere lieber. Romantische Beleuchtung, was? Schon komisch, was du romantisch nennst. Allerdings. Okay, so. Jetzt brauchen wir einen neuen Weg. Weil hier ist eingestürzt. Oh nein. Oh, ich muss jetzt aber nicht über die Todesfalle zurück, oder? Habe ich nicht gesagt? Ich habe mir den Weg natürlich nicht gemerkt. Nate, hey, hier lang. Hier. Warum brüllst du hier lang, ohne einen Weg gefunden zu haben, wo es weitergeht? Und stellst dich jetzt vor die Todesfalle, über die ich gerade auch marschieren wollte, ja? Das ist, du bist der Hammer, echt. Na gut, wir müssen bestimmt irgendwo klettern. Da zum Beispiel. Sieht vielversprechend aus. Räuberleiter? Ja. Na komm. Na komm. Okay, los geht's. Okay. Und jetzt du. Ja, ich versuch's ja. Aber das Spiel hat mich beim ersten Versuch nicht gelassen. Okay, danke. Hinter uns ist nichts. Vorsicht, Kopf. Ja. Einfach immer links. Vorsicht. Hier geht's übrigens abwehr. Wow. Was zum Henker ist das? Das kenne ich! Unheimlich. Das ist die Höhle aus Tomb Raider! Die Hände, die mich bestahlen. Wow, an diesem Punkt war Avery schon völlig durchgedreht. Mir gefällt's hier nicht. Mir auch nicht. Raus hier. Ja, aber links oder rechts? Im Zweifelsfall den Explosionen nach, würde ich sagen. Sieh mal. Avery hatte noch Galgen über. Übrig. Was? Man sagt übrig. Sicher? Ja. Tja, niemand mag Klugscheißer. Übrig. Also ich klugscheiße auch ganz gerne mal. Eine Mumie?
Da musste ich eben erstmal kurz schalten, was das Spiel von mir wollte. Was war das? Eine Falle. Avery wollte wirklich nicht, dass jemand hier runterkommt. Okay, pass auf dich auf. Ich? Du bist doch darauf getreten. Gut. Pass auf mich auf. Ja, aber wo bin ich drauf getreten? Verdammt! Weißt du, ich wollte mich ja noch weiterrollen, aber dann stand da plötzlich eine Elena im Weg. Bleibe lieber ein Stückchen zurück. Ja. Besser ist das, weil, wie gesagt, ich wollte mich noch einen weiterrollen. Jetzt wissen wir wenigstens, was vorhin explodiert ist. Ja, kein Wunder, dass der Gang überall eingestürzt ist. Stand sie gerade tatsächlich mitten in dieser verdammten Explosion und hat jetzt nicht einmal einen einzigen Kratzer abbekommen. Elena ist ein Monster. Ich wusste es immer. Sie ist Supergirl. Wow, hier geht's abwärts. Etwas rutschig. Und hier geht's wieder aufwärts. Verdammt. Wow. Diese Kammer hat Avery auch dekoriert. Mehr menschliche Mobiles. The hearts that hardened against me. Die Herzen, die mir gegenüber verhärteten. Mehr Selbstmordmumien. Verdammt! Geht's dir gut? Ja, aber... da kommen wir nicht mehr lang. Macht nichts, da war noch ein Weg. Nehmen wir den. Boah! Da geht's nicht weiter. Toll. Nicht explodieren, okay? Pass auf. Ich renne einfach durch! Ich finde es gerade äußerst interessant, dass wir das überhaupt überlebt haben. Uah, abwärts! Oh Gott, abwärts! Uah, noch mehr! Lunge sein. Nate, bist du okay? Gut. Gut. Ich hätte Ohrstöpsel mitbringen sollen. Schreie ich? Wodurch werden die überhaupt ausgelöst? Ja? Wenn die einfach durch pure körperliche Nähe ausgelöst werden, warum sind die denn dann noch nicht alle? Was machst du da, Elena? Da ist eine Mumie an der Wand. Aber warum sind die noch nicht explodiert, als die anderen hier durchgekommen sind? Warum löse ich die alle aus? Nate, Vorsicht. Ja. Und Avery mimt den Ägypter. Nur war diese Mumifizierung nicht, naja, freiwillig. Ah, hier ist er noch weiter runter. Aber nicht sonderlich weit. Ich komm, So, ich komm wieder hoch. Da vorne ist Licht. Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Geh nicht ins Licht. Ich glaube, wir kommen unserem Ziel näher. Gut, wir haben die Spur wieder. Die Fußspuren führen da lang. Mach dich auf Ärger gefasst. Plötzlich, Shoreline-Söldner. Hey, soll das eine Anspielung sein? Nein, komm bitte runter. Komm du doch runter. Kampf gegen Shoreline-Söldner in dieser Dunkelheit. Na, wunderbar. Da freue ich mich auch schon drauf. Das ist spannend. Wir haben wohl nicht richtig aufgepasst. Na, hier ist keine Spur von Sam. Wir finden ihn. Keine Spur von ihm ist doch was Gutes, weil das heißt, dass er auf jeden Fall hier noch nicht...